Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, Flohmarktflaute. Ja, ich wollte euch eigentlich ein neues Flohmarktvideo machen. Ich habe auch richtig Bock drauf gehabt, war am Wochenende dann auf einem Flohmarkt und habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Flohmarkt nichts gefunden. Aber auch gar nichts. Und ich will nicht einfach irgendwie einen Schrott zusammen kaufen, um euch irgendwie Content schaffen zu können. Deswegen wird es daraus nichts. Aber ich kann euch, hoffe ich, mit einem kleinen Shopping-Video zufriedenstellen. Ich war da natürlich ein bisschen frustig und habe durch den Frust natürlich dann auch was anderes gekauft. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, war da mit der Kamera unterwegs und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wir starten auf jeden Fall hier mal mit Nosferatu in Venedig. Ich verstehe gar nicht, warum man diese ganzen Klaus Kinski-Filme jetzt neu macht. Das ist ja wahnsinnig, Mensch. Die muss man nicht mehr in die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Ein asiatischer Film, das ist nicht so mein Ding. Eine Riesenauswahl, Großangriff der Zombies, 39,99. Das ist mir ein bisschen zu teuer für das Mediabook. Deswegen stelle ich es wieder zurück. Ich komme auch gleich dazu, warum. Die Auswahl ist nämlich sehr groß, was den Film betrifft. Das ist echt Wahnsinn. Und da sehe ich schon das erste Objekt, was mich interessiert. Ja, Texas Chainsaw. Eigentlich ein ganz cooler Film. Hat so seine Schleifmomente, aber ja, das ist einfach bei den Filmen normal. Ja, da überlege ich auf jeden Fall schon mal, das mitzunehmen. Hier ist wieder Klaus Kinski. Kinski. Ja. Man weiß ja, was der Mann so fabriziert hat. Muss man nicht unbedingt haben. Auch wenn die Filme vielleicht ab und zu mal gut sind. Texas Chainsaw ist ziemlich viel da, ja, alle Cover-Varianten. Hier ist Find the Hostels, auch ein sehr cooler Film mit Christian Bale. Und da ist auch dann die zweite Cover-Variante, die mir persönlich nicht so gefällt. Also bei der Kettensäge, das sieht eher aus, als hätte er eine Banane in der Hand. Zumindest ist es so geformt. Nee, nicht meins. Casino, Bataillon der Verlorenen. Das ist aber das alte. Und ich streife schon wieder rum, ihr merkt. Shoot is Manitou. Na ja, gut. Oh. Der Film war auch nicht schlecht. Unhinged, oder wie der heißt? Unhinged. Mit, wie heißt der? Russell Crowe. Kriegsfilm im Mediabook. Und da finde ich auch schon wieder was, was mich interessiert. Ein grandioser deutscher Film. Der Untergang, ja, die letzten Stunden von Adolf Hitler. Echt gut gemacht mit Bruno Ganz. Ja, welches Cover gefällt euch da am besten? Ja, das ist ein bisschen kontroverses Thema. Aber kann man sich mitnehmen. Aber hier Dead Wish. Ja, mit Bruce Willis. War auch kein schlechter Film. Grizzly 2. Ja, okay. Das ist ein Film, der sagt mir überhaupt nichts. Countdown, vielleicht kennt den einer von euch. Naja, ist vielleicht auch gut, wenn man nicht jeden Film kennt. White Zombie, der erste Zombie-Film ever. Ja, damit begann alles. Gibt es auch in x verschiedenen Cover-Varianten. Hier nur der eine da. Und da steht schon wieder Großangriff der Zombies. Ja, irgendwie haben sie ein Problem mit dem Film, den kriegen sie glaube ich nicht los. Da komme ich ja gleich dazu, warum. Das Parfüm ist auch so ein Mediabook, das ich sehr, 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 sehr oft sehe, vor allem im Müller. DVD-Amaris. Die interessieren mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich streife trotzdem mal drüber. Es ist immer noch witzig, was für eine große Auswahl denn wirklich im DVD-Bereich noch da ist. Kong. Ja, jetzt wird es ein bisschen wackelig. Anscheinend wird das Ganze aber auch noch verkauft. Also die Auswahl ist echt riesig hier, in dem Müller zumindest.
Und natürlich muss der obligatorische Gang in die PlayStation-Abteilung sein, weil ich da meistens nie irgendwas mitnehme, weil ich das meistens gebraucht kaufe. Hier habe ich Resident Evil The Village, das, was mir noch fehlt. Das wäre der einzige Titel, der mich jetzt interessiert hat. Ja, da ist nichts dabei. Ist auch gut so, dass ich The Village nicht mitgenommen habe, weil ich das ja zum Geburtstag bekommen habe. Da folgt übrigens auch noch ein Video. Ja, da habe ich dann wirklich lange überlegt, welche Cover-Variante ich mitnehmen will. Habe das auch so ein bisschen in der Community abgefragt und gewonnen hat dann diese Cover-Variante von Texas Chainsaw. The Legend is Back. Mit Alexander Daddario. Den hatte ich ja schon in dem Review, wo ich die Filme, die ich gesehen habe, vorgestellt habe. Und ja, der war jetzt so durchschnittlich. Bin aber der Meinung, der gehört so ein bisschen in die Sammlung mit dazu. Und ja, das Mediabook habe ich dann einfach mitgenommen. Frustkauf Nummer 1. Ja, dann haben wir wieder die Auswahl. 2 für 15. Blu-ray Amaris, da überlegt man sich dann doch, was man da mitnimmt und was einem als Amari reicht. Und hier ist schon der erste, den ich noch nicht gesehen habe, Wrong Turn the Foundation. Der ist auf jeden Fall mal gesetzt. Ja. Doom Annihilation, naja gut, da war der erste Teil oder beziehungsweise der erste Film nicht so berauschend. Aber wirklich eine coole Auswahl. Ganz anders als bei dem Müller, wo wir das letzte Mal unterwegs waren. Da hätte ich einiges mitnehmen sollen, aber ich habe mir einfach gesagt, bei den Amaris nehme ich einfach nur einmal die Aktion mit. Und da ist auch Jackie Brown, den ich in DVD-Fassung zu Hause habe. Ah. Bohemian Rhapsody, auch ein cooler Film. Bloodshot kann man sich auch mitnehmen mit Vin Diesel. Ich glaube, Tina gibt mir dann auch gleich irgendeinen Film in die Hand, der recht interessant ist. Der Marksman da unten. Ich würde mir sogar, der Junge muss an die frische Luft mitnehmen, diese Happy Kegeling-Geschichte. Jumanji Next Level. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist immer wirklich sehr, 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 sehr schwierig, irgendwie aufeinander zu kommen, wenn man sich denn eine Grenze setzt. Ne? Man kann ja da auch ziemlich viele Filme mitnehmen, aber wenn man halt einfach sagt, man möchte nur einmal diese Aktion mitnehmen, um Geld einfach in Grenzen zu setzen, dann wird es schon schwierig. Sleepy Hollow wäre auch interessant gewesen. Der fehlt mir auch noch als Blu-ray. Den habe ich gar nicht gesehen oder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die unendliche Geschichte. Habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Tina möchte Yesterday. Den habe ich auch noch nicht gesehen, den Film. Da unten steht sogar Tina unten rechts, aber leider als DVD. Pokémon. Lieber nicht. Oh, Ghostbusters, bitte nicht. Ja, Dragonheart, das war mit Randy Quaid, glaube ich, oder mit Dennis Quaid. Ich verwechsel die beiden immer. Am Ende wurde es dann doch ein ganz anderer Film. Ja, dann habt ihr ja gesehen, wieder die gute alte 2 für 15 Aktion, wo ich ein paar Sachen in der Pratze hatte, ja. Und wollte dann eigentlich Jackie Brown mitnehmen, weil ich den Film eigentlich ziemlich mag und den noch nicht abgegradet habe. Den habe ich noch als DVD hier rumstehen. Bin aber dann trotzdem bei DC hängen geblieben irgendwie und habe mir zusätzlich noch den neuen Wrong Turn rausgelassen. The Foundation, den habe ich schon angeguckt. Ja, okay. Midsommar lässt grüßen. So ein bisschen zumindest. Die alte Story, die gefällt mir besser. Und hier ist der Zack Snyder's Cut von Justice League, den ich mir auch noch nicht verpasst habe. Und die beiden 12 für 15. Ja, Mann, wir sind Geldverschwender. Wir brauchen nicht drüber reden. Okay.
Ja, und zum Schluss hat mich das dann so ein bisschen erschüttert, das Ganze, als ich dann diesen Wühltisch mit Mediabooks gesehen habe. Das wertet dieses Sammlerobjekt so ein bisschen ab. Und hier seht ihr es, der Großangriff der Zombies, unzähligen Malen am Start und dann noch 39 Euro verlangen. Naja, ist ein bisschen schwierig für mich, deswegen lasse ich das liegen. Grizzly 2 ist jetzt auch nicht unbedingt ein Film, den ich sehen muss. Aber hier ist dann das erste Objekt, was ich auf jeden Fall mitnehme, weil ich diesen Film einfach liebe, Lord of War. Und dann guckt man natürlich ein bisschen genauer. The Last Stand. Arnold Schwarzenegger und der von Jackass, Johnny Knoxville. Und da hat man schon kurz unten dann Jean-Claude Van Damme vorleuchten sehen. Da wäre ich natürlich hellhörig. Der wäre auch noch Replikant gewesen. Das habe ich tatsächlich übersehen. Ja? Sonst hätte ich wahrscheinlich Replikant mitgenommen. Jackie Chan. Ah, okay, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Beyond Reanimator ist der dritte Teil, 14,99, also eine kleine Entwertung von einem Mediabook. Da ist er der 23, das habe ich das letzte Mal schon mitgenommen. Willy Wonderland, der wurde mir empfohlen, der Film. Ja, ah, muss ich mir jetzt den Mediabook holen, wenn ich ihn nicht kenne. Der bewegte Mann. Lord of War, ganz wichtig, immer in Ehren halten, dass es kein anderer mitnimmt. Double Feature. Der Grouch habe ich auch dann überlegt, aber na, so geil fand ich den Film jetzt gar nicht. Gangs of New York mit der Cover-Variante 1 mit Daniel Day-Lewis. Da habe ich ja auch schon den Totentanz der Vampire, war das sogar im wattierten Mediabook für 17,99. Oben links liegt Winchester, ein cooler Film mit Helen Mirren, wo es um die Witwe von dem Waffenhersteller Winchester geht, die in so einem Horrorhaus lebt, oder im vermeintlichen Horrorhaus. Tina sucht auch ganz wild, findet aber nicht wirklich irgendwas. Er hat nochmal ein Chainsaw, Texas Chainsaw in der Hand. Am Ende wurde es dann doch was anderes. Dann ein Mediabook, das nicht auf dem Film zu sehen ist. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich bin nachträglich dann nochmal hin. Diese Tische. Und habe das dann entdeckt und für 14,99, warum steht der Preis? Pan's Labyrinth mitgenommen. Ein richtig cooler Fantasy-Film aus Spanien von Guillermo del Toro, der mir auch vom lieben Movie-Seeker empfohlen wurde. Den ich übrigens auch noch nachgucken muss für unser Projekt. Grüße gehen raus. Den musste ich dann auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe den schon als Amari hier, aber irgendwie hat mich das Mediabook richtig angesprochen und für den Preis konnte ich es dann nicht liegen lassen. Dann habt ihr es im Video schon rausblitzen sehen. Ich habe, glaube ich, da jetzt gerade im Video so einen kleinen Pfeil gesetzt. Dazu komme ich gleich. Wo ich mich richtig drüber freue, ist das 4K. Mediabook von Lord of War. Einer meiner Lieblingsfilme, wirklich. Nicolas Cage, großartig als Waffenhändler. Jared Leto ist noch mit dabei. Ich liebe diesen Film und ich freue mich wirklich, dass ich den jetzt in 4K habe und auch noch in einem grandiosen Mediabook. Das konnte ich dann einfach nicht liegen lassen. Zu den Grabbeltischen ist zu sagen, man merkt es einfach, ich habe es gerade auch im Video schon erwähnt, dass das Mediabook schon so Ramschartikel wird und dass man das dann alles so in den Korb schmeißt, dass die Leute da irgendwie rumgrabbeln können. Und es gibt mittlerweile Aktionen, 4 Mediabooks für 5 oder sowas, keine Ahnung. Und das wertet so ein bisschen das Sammlerobjekt Mediabook aus. Finde ich ein bisschen schade, das Ganze. Aber so ist wohl der Lauf der Dinge. Ich habe dann hier für meinen guten Kollegen, dem Mike, Grüße gehen raus, noch Karate Tiger in der Limited 2 Disc Mediabook Edition rausgelassen. Das lasse ich ihm zukommen. Ich habe nur gesagt, ich möchte das Video noch gern machen und für 16,99 das Mediabook. Ja, da konnte er dann selber nicht Nein sagen. Da bin ich dann zum Schluss nochmal zurückgelaufen, als ich mit ihm WhatsApp-Kontakt hatte und habe gefragt, willst du es denn haben? Ich lege es da zurück und er hat gesagt, ja, nimm das mit. Ich möchte es unbedingt haben. Cooler Film, ich würde mir den gerne mal angucken. Ich rede mal mit Mike, ob ich es auspacken darf und mir den Film angucken. Ja? Karate Tiger. Ja, dann waren wir wieder in der Plattenabteilung.
Das ist ja mittlerweile so Standard. Ich habe keine Platten mitgenommen, aber ein paar Impressionen von den Platten, die so rausgekommen sind, will ich euch dann auch nicht vorenthalten. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, es darf natürlich auch kein Blick in die Plattenabteilung fehlen. Back in Black, das erste Album, wo Brian Johnson am Start war, nach dem tragischen Tod von Bon Scott. Ein cooles Album für 16,99. Ja, kann man machen. Es kommt wirklich sehr viel jetzt in Vinyl raus. Blink-182, das müsste, glaube ich, sogar ein neues Album sein. Ja, die haben aber auch so ein bisschen ihren Charme verloren. Man kann sich da wirklich so ein bisschen in diese Zeit der Plattenläden reinversetzen, wie die Leute damals halt ja einfach Platten rausgesucht haben und das einfach ein Mega-Album aus meiner Jugend. Die ganze Pubertät lief das rauf und runter. Von 2001, Dr. Dre. Das ist ein geiles Album. Ja. Auch wenn ich eher der Rock-Typ bin, aber das ist ein Mega-Rap-Album. Die Peter Fox-Platte haben wir auf jeden Fall zu Hause. Da steht Guns N' Roses, Use Your Illusion. Ich war damals als Jugendlicher ein mega Guns N' Roses-Fan. Wurde erst Guns N' Roses-Fan, als der Zauber von Guns N' Roses eigentlich schon verschwunden war. Ja, die ganzen alten Dinger, Buddy Holly, Led Zeppelin. Ich liebe es einfach, in dieser Abteilung rumzusuchen. Da ist wieder Bastards von Motorhead. Aber hier die limitierte Edition. Ja, Metallica. Die sind natürlich relativ teuer. Die lassen sich das bezahlen, wenn man die auf Vinyl bringt. Bohemian Rhapsody, der Soundtrack zum Film. Ja, Queen. Auch so ein Mörder-Ding. Kann man sich immer anhören. Red Hot Chili Peppers Greatest Hits. Aber 34,99 war da mir doch etwas zu teuer. Bruce Springsteen. Village People mit DVD. Ja. Hab dann aber doch durch den massiven Geldverlust, den ich schon durch Mediabooks erlitten habe, keine Schallplatten gekauft. Ich hoffe, euch hat mein kleines Shopping-Tour-Video gefallen. Ja, leider kein Flohmarkt. Ich verspreche euch aber, dass ich demnächst wieder ultimativ auf Flohmärkten unterwegs bin und da meine Schnapper auf jeden Fall auch wieder finde. Hoppla. Pardon. Ich denke mal, spätestens März geht's wieder los. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video hier sieht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dustin BT.